Da ist ein Licht. Ja, fang mal an. Jetzt habe ich dem Martin das Wort abgeschnitten. Wir suchen immer noch die Ärztin. Das ist er nicht, oder? Nee, dann hoffentlich mach ich nicht. Die mal weg. Walking Dead, Survival Instinct. Den Survival Instinct haben wir auch, wie man sieht. Okay, 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 kein Fehler mehr jetzt. Mach keinen Fehler, sonst bist du nicht hinüber. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Naja. Oh man, I needed that. Ja. Das war der Reihe jetzt daher. Oder? Oder möchtest du erstmal so versuchen noch? Du bist ja irre. Oh, oh, oh. 1, 2, 3. Den kriegst du aber alleine erstmal schnell kaputt. Schubsen. Sehr gut. Hervorragend. Einer ist da noch in der Tür. Sehr in der Tür. Geklitscht. Möchte hoffen. Ja, brauchst du gar nicht gegen die Tür anhauen. Genau. Genau, fuck you. Mehr bleibt da nicht zu sagen, Monsieur. So, da ist noch einer. Den kannst du vielleicht gleich so wegmachen. Nee, komm schon. Ah, der guckt in meine Richtung. Da steht auch noch einer. Killing Spree hier, so. Ganz schön was los hier. Da müssen wir aber, glaube ich, gar nicht durch, ja, oder? Doch. Klar. Hier schinden sie aber Levelzeit, oder? Schon. Also uns hier durch so durch das. Haben sie halt so viel Mühe mit diesem Level gegeben, also so schön gebaut, da muss man auch jede Ecke sehen. Hier den braunen Raum und hinten den braunen Raum. Und den anderen braunen Raum auch noch mit den Sofas. Und der braune Raum mit den Leichen und so, ne? Ich wette, da saß an jedem braunen Raum ein anderer Level-Designer dran. Ja, ja. Haben sie halt schlecht abgesprochen, haben sie wirklich alles per Hand gebaut. Ich hab gerade gesagt, Nighty Night. Das ist das Geile, sie haben alles wirklich per Hand gebaut und mühsam und dann am Ende haben sie festgestellt, jeder hat genau das gleiche gebaut. Schade. Ne, nix. Ja, leerer Raum. Das kennen wir inzwischen auch ganz gut. Hi. Dismemberment oder so hatten wir auch noch gar nicht, ne? Haben wir schon mal irgendwie gesagt gehabt. Nee, das gibt's nicht. Scheint jetzt hier so noch nicht drin zu sein. Das gibt's ja schon so bei Dead Island dafür. So, man kennt es schon, dass man dann den die Arme brechen kann. Ja. Und dann können die halt dann nicht mehr so zuschlagen zum Beispiel. Dann müssen sie halt anders zu Werke gehen. Ja super, jetzt geht's hier auch nicht weiter. Das ist schon ein bisschen albern gebaut. Also bis jetzt waren die Level eigentlich ganz. Ja, das Krankenhaus cool ist ganz gemacht, schön blöd irgendwie. Uns vielleicht doch fürs Sägewerk entscheiden sollen. 11 Freunde vom Sägewerk. Night, Dick. Good night, Dick. Vielleicht hieß der aber in Wirklichkeit auch Frank. Oh, 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 scheiße. Jetzt war der hier einfach vorbei. Ich bin ja recht beschäftigt, genau. Lassen wir die auch mal alleine, machen hinter uns die Tür zu. Oh, das hört sich nicht gut an. Okay, da kommt einer. Der hat einen guten Geruch. Wow, wie viele sind das? Hau hier ab, hau hier bloß ab. Kannst du denn die Tür zumachen? Und weiter. Scheiße. Das sah aus, als wäre der ganze Gang da was. Ja, ja, das war genau richtig, dass du hier einfach gerannt bist. Weiter weg. Ich glaube, das sollte auch so sein, dass man direkt rennt. Vielleicht. Renn, 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 renn. Die Wut an der auslassen. Puh. So, da lang. Ja. Oh, oh. Sollte noch nicht zu langsam vorwärts gehen, weil. Nehmen wir darauf geachtet, ob. Don't open death. Nehmen wir darauf geachtet, ob das Krankenhaus überhaupt so gebaut sein kann? Passiert ja gerne mal, dass so die Leute so ein Level-Design machen, was überhaupt nicht sein kann. Ja, wo inzwischen passiert es eigentlich mal weniger, weil es ja oft so 3D-Modelle sind, dann tatsächlich das Ganze. Von daher. Suchen Sie die Ärztin. Wir haben sie gefunden. I'm looking for meds. Antibiotics, mostly. You got any you can spare? What in the hell? These are desperate times. You need meds and I need a very fresh scent. Let him go. I'm sorry, but we need to get ahead of this disease. One fresh sample will save millions. What am I doing? There's got to be another way. What if... No.
no time. We need to make this sacrifice. It is no different from taking tissue from a viable donor to save another life. No, lives. What the hell you doing, boy? I need those meds. Können Sie entscheiden, was wir machen? Noah retten? Oder? Ja, rette mal den Noah. Ja, was mit Merle, dem Bruder? Rette erstmal den Noah. Sehr witzig, dass es auch Entscheidungen gibt. Was kannst du jetzt machen? Kannst du die Tür jetzt aufmachen? Sie ist gesperrt. Die andere ist immer noch gesperrt. Ist ja witzig, dass man sich entscheiden kann. Ich habe die überhaupt nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ich frage nur, was passiert jetzt? Rechts noch eine Tür? Oder war es das? Rechts, 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 da? Ah ja. Das sind ja zwei sogar. Wow, wow, wow. Hm. Ach so. Hilf ihm! Hallo! Oh, hm. Schieß, schieß, schieß halt. Oh, schieß alles raus und baller die halt weg. Genau. Ja, war schon richtig. Shotgun ist schon genau das Richtige. Dass er nicht zurück ist, ne? Ah, shit. Nicht, dass hinter dir noch ist. Genau, das ist noch jemand hinter der Tür. Au. Friss mal gleich so ein Ready Meal. Und dann stich einen ab. Heads up! Oh, oh, oh. Schieß die ab! Kein Bock mehr jetzt. So. On your left! Thank you, thank you, thank you! Woo! I owe you, dude. Big time! Wie der ist gebissen. You do that. Where's that bitch doctor? She ran off while you were fighting. She knew what was good for her then. Hey, I found these before they caught me. It's not much. Hm, that might work. Er streckt ja nicht mal den Arm aus oder so. Entkomme durch die Garage. Gut, jetzt nehmen wir aber, glaube ich, mal wieder in die etwas zurückhaltenderen Waffen. Aber ab und zu kann man schon machen. Oh, da, schön, schön. Trink mal gleich einen. Nope, no more room. Ah, warte mal. Was haben wir? Schmeiß die Glasflasche für weg. Wegwerfen. So, reicht erstmal, ja. Klö. Können wir noch trinken, falls wir sie nicht brauchen. Auf jeden Fall. Falls wir sie noch brauchen, so rum. Hä, liegt ansonsten da was drunter? Ach, guck mal, da liegt noch was drunter. Geil. Liegt ja auf dem Essen. Ich glaube, Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Weiter, schnell, nicht warten. Oh, da ist wieder so ein... Ja, genau. Nicht bummeln, weiter, weiter. Nicht bummeln. Oh, oh. Ja, gut, die beiden verstanden. Ja, okay. Die beiden. Renn mal außen rum. Und halt die Shotgun in der Hand, genau. Weg. Ja. Nein! Ah, fuck. Man ist das gar nicht mehr so gewohnt, dass man auf den Balken achten muss, weil man es irgendwie aus den Shootern so dieses, ja, ja, wenn es mir schlecht geht, dann wird ja wohl der Monitor so rot vibrieren und das dann wieder aufhören. Hilfe, das soll ich das hier nochmal machen. Na, geht ja einigermaßen. Heads up! Heads up! So, ready meal? Thank you, thank you, thank you! Soll er sich erstmal nochmal bedanken dürfen? Big time! I gotta go find Scout. You do that. Where's that bitch doctor? She ran off while you were fighting. She knew what was good for her then. Hey, I found these before they caught me. It's not much. That might work. So, dann isst mal was. Oh man, I needed that. So. Nope,
Muss ich eine Glasflasche wegschmeißen. Aber, Aber? Wie sollen wir denn das jetzt machen? Also ja, ein bisschen Gas geben. Halt die erschießen und einfach durch, mal Gas geben. Echt? Ja. Halt nicht so rumbummeln. Gut. Taschenlampe an. Martin sagt so. Gas geben, aber ja, nicht, dass genau. Man denn da irgendwo eine Falle läuft. Lad mal schon mal nach. Ich glaube, da kannst du noch was reinstecken. Ich meine, das waren ja nicht die, die von hinten gekommen sind. Ich meine auch, dass sie dich nachladen, nicht dich nachladen. Aber du kannst auch was trinken erstmal. So. Genau so. Die hier. Mal ein bisschen Kette geben. Entweder lockst du die halt da rum und schießt, wenn jemand kommt, halt den weg. Oder einfach an den vorbeirennen. Weiter, weiter. Weg, genau, schießt den weg, weiter. Mhm. Weiter, weiter. Schieß den weg. Und weiter, weiter, weiter. Ah, Ausgang. Ja, ja, sag ich doch, weiter, siehst du. Klappt doch. Perfekt, siehst du. Scheiße. Aber war schon der richtige Weg, hast du gesehen, wie viele das waren? Ja, ja. Boah. Ja, cool. Krass. Ja, sowas war hier spannend. Davor halt so viel Ätzkram in dem blöden Gang. Also ja, das ist dann so ein bisschen nervig, schöne, sowas. Ganz schöne Achterbahn. Aber sowas okay. Das Ende war jetzt ja ganz cool, ja? Mhm. Ach, guck mal, wir müssen gar nicht durch die Tiefgarage. Ich dachte, man muss dann durch die Tiefgarage. Aber muss man gar nicht. So, bla bla bla. Spektakuläres Feuerwerk. Sommerfestival in Lemon Hill. Ja, los. Dann ja. Fahren wir da mal hin. Auf der Hauptstraße, oder? Kannst du dir aussuchen. Oh, das ist aber... Hauptstraße, ja, Hauptstraße verbraucht auch kaum was. Oder gar nichts. Was macht man denn, wenn man jetzt da nicht genug hat? Benzin? Ja. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht streut er dann einen so Zufallselemente ein, dass man welches finden kann oder so. Keine Ahnung. Das Spiel kann ja schlecht vorbei sein. Oder wer weiß, bei dem Spiel. Kaputt. Tschüss. Naja, am Anfang stand schon irgendwo, dass das... Ah, was ist jetzt hier? Sammelschrank. Werkstatt. Ja, dann. Gucken wir mal. Achso, nee, weiterfahren wollen wir nicht. Angucken. An die Werkstatt durchsuchen ist da drüben, okay. Oder? Nee, weiterfahren, nee, weiterfahren ist hier. Ort betreten. Okay, genau. Ah ja, das. Dann leeren wir das Inventar aus. Ja, jetzt haben wir das falsche Auto. Ja, nee, nicht ganz. So, Gewehrmunition kannst du rüberlegen. Das blöde Leuchtfeuer, das lege ich jetzt einfach. So, Gewehrmunition, weg. Treibstoff rüber. Oder? Die Pumpgun, kannst du auch noch wegschmeißen. Naja, so, schon wieder. Geht halt so los. Kannst du noch wegschmeißen, wenn es nicht passt. Ist denn hier irgendwas, was ich wegwerfen? Warte mal. Glasflasche weg? Ich weiß nicht, Glasflasche weg. Ja, warte mal, ich kann ja... Glasflasche, ja. Die Pumpgun könnte ich jetzt rüber machen, obwohl Notfall dann... Aber jetzt kann ich die rüber übertragen. Was hast du jetzt rüber getan? Das Leuchtfeuer. Aha. Die Glasflasche kannst du noch weglegen und eine der beiden Waffen rüber. Die Pumpgun zum Beispiel. Die lasse ich fallen. Oder fand sie toll. Soll ich den Revolver hier lassen? Na, ich nehme, der Revolver ist, glaube ich, das sind hier, glaube ich, überschaubarere Locations. Dann lass den Pumpgun hier. Die sind nicht so, gut. So, los geht's. So geskriptet. Werkstatt, ist das jetzt was war's? Mhm. Das ist ja so diese schöne Abendstimmung, die mag ich hier in dem Spiel immer. Das war so hässlich gerade im Krankenhaus. Das war richtig hässlich. Ja. Die Innenräume sind ja mal ganz, ganz blöd im Spiel. Wo sind wir denn hier in der Nähe von? Achso, das ist bloß so ein Silo. Ja. Ah, 4 sind ein bisschen. Hier ist schon ganz ordentlich was los, ne? 4 sind ein bisschen zu viel. 5. Ah, den kriegst du alleine erstmal hierher gelockt, aber muss vielleicht auch gar nicht sein. Kannst du ja von vorne einfach da reinschleichen. Kann ich nicht irgendeinen pullen? Würde nicht einer mal zu mir gucken? Doch, der rechts da. Hm. Geh erst mal, gucken wir mal vorne. Gucken wir vorne lang, oder? So, dann lassen wir die Deppen hier hinten mal stehen. Gucken wir vorne mal in die Werkstatt rein. Hier einfach rein, ja genau. Was ist denn hier so? Ist überhaupt was? Nee, da auf dem Tisch liegt nichts. Sollte ja wie Treibstoff da sein, oder? In der Werkstatt. Guck mal an. So, und den nehmen wir auch mit. Na komm. Willst doch auch mehr. Zack. Guck mal, wie die Daryl die typische Waffe für Daryl bekommen, die Armbrust. Ja, das wäre cool, oder? Ja.
Das wäre es halt. Da fängt er in der Serie, hatte er ja schon. Ja, die hat er von Anfang an. Da ist die Vorgeschichte, genau. sollte er die ja hier finden im Spiel. Wie weit gehst du zurück? Ich dachte mir, ich schnapp mir jetzt den hier. Aha. Mach das. Ja, die Kampfgeräusche und so, das zieht sie dann doch an, ne? Ja, einen gewissen ein bisschen schon. Dann gucken, den Raum können wir jetzt mal richtig durchsuchen. Bin mir nicht sicher, ob wir schon alle da rausgeholt haben. Da siehst du, einer steht hier noch. Ja, aber, mein Gott. Aber der steht nicht mehr lange. So. So, schauen wir uns hier mal um. Ist hier irgendwas? Hier geht's raus. So, guck dich mal hier erstmal nach oben. Das ist eine Flasche, aber eine Flasche brauchen wir jetzt nicht. Da, kommen Sie rein. Hallo, ist offen hier bei uns. Open House Politik. So muss es ja auch gehen. Das ist aber eine ganze Menge. Ah, Scheiße, jetzt kann. Ah! Shit. Du frisst hier was weg. Ach, guck mal, die sind hier durch die. Immer wie so ein Ready Meal. Du isst die Hamsters, die weg. Not bad. Da hinten ist noch Treibstoff, sehr gut. Geh mal weg hier. Der rechts hat dich gesehen? Ja, beide. Ja, hört ihr mir auf? Ja, ich brauch mal den kurzen Schlag halt nehmen. Ja. Gegen zwei. Wo war denn Treibstoff? Ach, hier. Okay. Wie beende ich denn die Mission? Wenn du da vorne hingehst. Da war vorm Auto halt so ein grünes Viereck wieder. Da kannst du dann sagen, reicht. Ach so, halt ich muss aktiv dann wieder zurück zum, ja, genau, zum Auto. Sagen, ah, ja, stimmt, reicht genau. Jetzt. Glasflasche brauchen wir nicht. Nee. Hier ist was zum Durchkriechen. War doch weiter, eine, als ich dachte hier. Eine gute Location, um die wieder loszuwerden, falls man sie... Ja. Hier haben die gewohnt, also. Ja, ist größer, als man denken würde, ja, auf den ersten Blick sah es doch gar nicht so groß aus, aber es ist ein bisschen mehr jetzt, ja. Größer als die Farm auf jeden Fall. Hier ist auch nochmal Benzin. Ja, sehr gut. Und ich glaube, da oben die Treppe hoch lag auch noch was. Munition. Nur mit Hochspringen. Rein geht's nicht, ne? Nee, rein geht's in diese Parks ja nie. Schade, ist ja bestimmt total schön so da drin. So rum, Parks. Ich denke auch, also das ist ein kleines Design. Paradies. Kommst du her. Zack. So. Fuck you. Schlafen Sie mit sich selbst, sagt er. Danke dafür, Christian. Nicht übersetzt. So. Für unsere Gäste. So, jetzt was macht aber. Er denn? So. Lag da was auf der Motorhaube? Auf der Motorhaube? Nee. Ist hier noch irgendwie was gewesen? Nee. Geh mal vorne rum, noch, ob da noch was ist. Das ist auf jeden Fall ein Zombie. Davon gibt es ja das ein oder andere in dem Spiel. Oh. Zack, und. So, wenn sonst hier nichts mehr ist, können wir es auch einfach beenden, oder? Dann rennst du halt zum. Oh, geht's hier noch weiter? Nee. That's far enough. Das ist ja geil. Nein! Unglaublich. So. Dann ist doch jetzt Schluss, oder? Hier? Ja. Liegt da noch was zum Aufheben hier rechts? Rennen wir hier vorbei einfach? Mal. Oder so. Kannst den Zombie auch nicht Zombie sein lassen. Da liegt da was? Nee, das kann ich glaube ich nicht einsammeln. Ja, auf dem Boden? Das ist glaube ich nur eine Dose. Für deine leere Dose. Das Spiel ist ja voll mit leeren Dosen. Ja. Das ist ja ein bisschen, so wo sich so, ja, wo sich so ähneln mit Daisy. Man muss tatsächlich immer erst einmal wegstoßen, bevor man. Das ist ja auf jeden Fall der sichere Weg. Kann man sehr schlecht einschätzen, wie stark oder wie lang dieser erste Schlag ist. Beziehungsweise man braucht da offensichtlich mehr Übung.
die wir nicht haben. Ja, das war nicht so ertragreich, wie ich gehofft hatte. Also ich hatte. Ja, aber Treibstoff immerhin. Ja. Ich hatte irgendwie, das hat schon gepasst. Dafür, dass das hier so voll aussah, habe ich mehr erwartet mir. Tja. So, weiter geht's zum Sommerfestival. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geschaut. Wie viel haben wir denn? Wie viel Benzin haben wir denn, ja? Ja, haben wir noch einigermaßen. Ja. Zum Glück haben wir halt das Auto mit dem niedrigen Spritverbrauch. Ja, echt mal. Ja, da hat Martin Werkstatt. Werkstatt. Ja, nee, komm, nicht nochmal durchsuchen. Fick dich weg mit deiner Werkstatt. Es kommt bestimmt noch eins. Witzig gewesen, wie ob die, ja, vielleicht eine Location, können wir uns ruhig mal doppelt angucken, ob die halt genauso aussieht. Oh, Batterie ist am Ende. Was denn jetzt? Weil du immer die Klimaanlage die ganze Zeit an hast. Ich hab's gesagt. Du hast die ganze Zeit Radio hören wollen. Die Musik war aber auch sehr gut. Musik an hier. Meine Banjo-Musik. Ich will meine Benjamin-Blümchen-Musik hören. Nee, oder? Sieht genauso aus. Ja, sowas ist natürlich extrem scheiße. Das Silo steht auch da, ja, hervorragend. Die Gegner sind sogar genauso platziert. Ja, dann suchen wir einfach jetzt schnell diese Dings und hauen dann hier ab. Kein Bock hier rumzugammeln. Der Pfeil zeigt da so schräg. Sonst kannst du auch da hinten durchklettern. Wir kennen jetzt das natürlich schon aus. Wir wissen ja hier schon, wo die Wege sind. Rechts kannst du doch durch die Tür und dann unten durchklettern, oder? Mach den mal alle da. Die haben nichts mitgekriegt. Den rechts kriegst du alleine, genau. Ja, ich will nur weit genug weg. Okay. Die anderen nichts mitbekommen von meinem Kampf. Von deinem Treiben. Leben und Tod. So. Ja, Mist. Geh mal vorbei, habt ihr dich bemerkt? Ja, der wird mich schon bemerken. Dann soll er dich halt bemerken. Ja, jetzt dreht er sich um. Tschüss. Treibstoff, sehr gut. 5. Oh, oh, oh. Ja, einfach vorbei, genau. Aufmachen. Oder da durch. Ja, scheiße, es ist genau da drin. Egal, dann warte mal hier. Vielleicht beruhigen sie sich jetzt ja ein bisschen. Ja, es ist in dem Schuppen, ne? Ich glaube, vergessen können sie nicht. Sie können nicht vergessen. Du. Ich glaube schon. Doch. Ich bin ganz gut vergessen. Sehr gut. So, Batterie oder einfach hier weg? Batterie. Und tschüss. Bei denen. Shit. Ja, warte mal hier kurz, hier bist du vergessen. Ich glaube, hier lang ist gefährlicher, oder? Oder sagst du drauf geschissen? Ah, ja, drauf geschissen. Weg hier. Ja, gut, dass wir uns in dem Gebiet schon auskennen. Weg hier, Werkstatt. Weg hier. Oh, witzig. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie alle ein Stück. Shit. Ich hätte wahrscheinlich doch rennen sollen. Ich dachte, ich bin... Ja, jetzt nimm ihn doch. Ich dachte, ich bin mit dem Gehen schnell genug. Nee, rennen wir dann. Ja, sei geil. Oh, so viele sind es aber nicht mehr. Jetzt haben wir die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. So geil. Shit. Ja, guck mal, wie viel das noch sind. Ja, doch. Shit. Ah! Au. Au, ja. Mach jetzt keinen Spaß. Jetzt komm. Sehr gut. Ja, da mindestens einer ist noch da. Da ist auch noch einer. Jetzt komm, nimm ihn! Nimm ihn doch! Shit, das klappt nicht, das klappt nicht. Es sind zu viele, es sind zu viele. Obwohl, es war der letzte, oder? Nee, nein! Boah! Und jetzt rennt er weg. Ich hau jetzt hier mal ab. Alter Falter, das war Scheiße. Mehr Stress, als ich brauchte. Und tschüss. Können wir jetzt mal endlich diese... Hi, ja, okay. Können wir jetzt endlich mal ankommen? Können wir jetzt endlich mal hier abhauen? Yes, sir, I just cannot wait to see the look on their faces when we get to the clubhouse. They gonna do right by us, Mom? Yeah, sure they will. The Savage Sons Motorcycle Club is a loving crew. Yeah, they sound it. Don't get your panties all in a bunch, son. Shit, you see that? Hundreds of them, like a damn Walker convention. They're headed straight for the club. We gotta stop them or we'll never make it. So. Hat er jetzt schon gespeichert?
Ich weiß es nicht genau. Ich betrete jetzt mal einfach schnell den Ort. Ja, oder suchen wir mal kurz aus. Machen wir soweit alles ready. Treibstoff weglegen, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich guck mal, ob du sie losschicken kannst oder ob es zu gefährlich ist. Ja, 100%. Vielleicht nicht. Bleib doch mal kurz hier. Dann starten wir mal das, damit auch jeden Fall auf speichert. I'll head left and circle back. You go right and then meet me in the middle. So what are we looking for? Anything that'll stop that parade of debtors reaching the bar. So. Und dann ist nämlich was jetzt passiert, erst in der nächsten Folge zu sehen. Dann darf ich wieder spielen. Ja, und Hurra! Ich glaube, Martin kann das auch viel besser, der stirbt da nicht so oft bei. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.